Der Journalist David Berriain ist einer der beiden in Burkina Faso getöteten spanischen Journalisten. Der andere war der Kameramann Roberto Fraile, rechts im Bild. Auch ein irischer Reporter starb mit ihnen. Die drei begleiteten Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde und des Militärs bei einem Einsatz gegen Wilderer, als der Konvoi von bewaffneten Unbekannten angegriffen worden war. Die spanische Regierung bestätigte diese schlimmsten Nachrichten, wie Premierminister Pedro Sánchez in einem Tweet schreibt. Nach Kontaktaufnahme mit den burkinischen Behörden und den Familien der Verschwundenen hat sich bestätigt, dass die in Burkina Faso gefundenen Leichen die der beiden spanischen Journalisten sind. Berriain und Fraile waren Experten für Gefahren- und Konfliktgebiete. Sie hätten in Burkina Faso einen Dokumentarfilm über Wilderei in einem Naturpark gedreht. Der Überfall habe sich am Montagabend im Naturschutzgebiet Parma im Osten des afrikanischen Landes ereignet. Es ist ein gefährliches Gebiet, ein Aktionsfeld für terroristische Gruppen, Wilderer, Verbrecher und Dschihadisten, erklärte die Ministerin. Die Regierung von Burkina Faso hat den Angriff islamistischen Terroristen zugeschrieben, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Eine mit Al-Qaida verbundene Terrorgruppe hat die Verantwortung für den Angriff übernommen.